Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Phil Good und ich grüße euch. Ja, willkommen im neuen Jahr und es geht bereits politisch los und zwar sehr politisch. Das hier, dieses Video, ist ein Call to Action. Wir müssen jetzt alle Dampfer müssen jetzt in Aktion treten. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das Dampfen steht jetzt auf der Kippe. Worum geht es? Ihr wisst es alle, es geht um die TPD2, also um dieses neue Tabakproduktegesetz, das die EU beschlossen hat. Und diese TPD2 müssen jetzt sämtliche Mitgliedstaaten bis Mai 2016 umsetzen. Wir haben schon ganz üble Versuche gesehen, zum Beispiel in Holland und auch in Polen und in anderen Ländern. Und wir wissen, dass Deutschland auch sehr streng regulieren will. Wir haben bisher, wir wissen nicht genau, was schlussendlich in diesem Gesetz stehen wird. Aber was wir bisher gehört und gesehen haben, lässt Schlimmstes vermuten. Wir haben ein paar geleakte Referentenberichte gesehen, in welche Richtung das zielen könnte. Und was wir da gesehen haben, das macht einem schon ein bisschen Angst. Also Deutschland will hier sehr, sehr streng regulieren und die Zeichen stehen auf schlecht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ihr wisst, wie die Frau Bundesministerin Schwesig zum Thema E-Dampfen steht. Und das ist erschreckend. Wir haben festgestellt, dass das DKFZ, die Frau Dr. Pötzsch-Gelange, die macht in letzter Zeit immer mehr und immer mehr Druck auf Politiker, auf die Politiker, die schlussendlich entscheiden werden. Mit ihren abstrusen Ideen und es sieht nicht wirklich gut aus. Wir können nicht mehr allzu viel machen, aber es gibt ein paar Dinge, die wir noch machen können. Und das sollten wir jetzt unbedingt tun. Es ist höchste Zeit, es ist wirklich 5:12 Uhr. Und wir müssen das wirklich angehen. Ich weiß, dass in den sozialen Medien eine sehr schlechte Stimmung zu diesem Thema herrscht. Man kann es in groß gesagt so in zwei Lager aufteilen. Einerseits sind die Leute, die sagen, ah, das bringt eh alles nichts mehr, die TPD2 ist beschlossen, die kommt so oder so. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, die TPD ist mir egal, es ändert sich sowieso nichts. Es wird alles genau gleich weiterlaufen, wie es jetzt ist. Nun, ganz ehrlich, beide diese Meinungen sind natürlich äußerst naiv, das muss ich euch schon sagen. Also, wenn ihr glaubt, es ändert sich nach der TPD2 nichts, dann seid ihr böse auf dem Holzweg. Weil die TPD an sich, also so wie sie die EU verabschiedet hat, ist ein sehr schlechtes Gesetz. Und vor allem stehen da viele Sauereien drin, die bei der Umsetzung in den Ländern katastrophal enden können oder katastrophale Auswirkungen haben können. Die TPD2 ist ein Werkzeugkasten, um das Dampfen komplett wegzuregulieren, wenn das eine Regierung so machen will. Und Deutschland wird sehr streng regulieren und eben, die Werkzeuge sind bereits in dieser TPD drin. Deutschland wird sie anwenden. Also das wird eine üble Geschichte. Und es wird nichts mehr so sein, wie es vor der TPD2 war. Das kann ich euch schon mal sicher versprechen. Auf der anderen Seite die Leute, die sagen, oh, wir können eh nichts mehr machen, bringt alles nichts. Natürlich, dann habt ihr aber schon verloren, dann seid ihr wirklich Loser. Wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten, aber ein paar Möglichkeiten haben wir noch und die sollten wir um Gottes Willen ergreifen. Wisst ihr, meine Videos sind einfach so erhältlich im Internet, ihr könnt sie euch anschauen, kostenlos. Ich habe nie etwas von euch gefordert, aber heute möchte ich das tun. Ich fordere von euch, dass ihr euch hinsetzt, es braucht maximal eine halbe Stunde, dass ihr euch kurz mit dem Thema beschäftigt und dass ihr dann die richtigen Schritte einleitet. Es sind einige wenige Dinge, die wir tun können und diese sollten wir alle zusammen tun. Es ist eminent wichtig. Wir können jetzt noch vielleicht einmal etwas bewirken, danach nicht mehr. Danach haben wir keine demokratischen Mittel mehr. Es geht nämlich weiter, die TPD mit der TPD2, der Umsetzung, möchte sich die Regierung auch weitreichende Konsequenzen selber geben, damit sie nämlich nachher weiter regulieren kann und immer strenger regulieren kann. Und zwar muss sie dann kein demokratisches Gremium mehr befragen. Das kann sie dann einfach so von sich aus, wie sie gerade lustig ist, und völlig willkürlich machen. Auch das ist ein Aspekt dieser Gesetzgebung zur TPD2. Also wir müssen da schon aufpassen. Wir reiten uns da in Teufelsküche, respektive die Regierung reitet uns Konsumenten da rein.
Und da sollten wir uns in jedem Fall noch einmal melden dazu. Es geht auch um unsere Freiheit. Es geht um unsere Persönlichkeitsrechte. Und tja, da sollten wir wirklich, wirklich laut sein. Und ich fordere euch alle auf, bitte macht diesen Schritt jetzt auch noch mit. Es ist eminent wichtig. So, das Erste, was wir tun können, ist eine Petition zu unterschreiben. Ich weiß, wir haben in den letzten 4 Jahren viele Petitionen unterschrieben, das hat alles nichts gebracht. Die meisten waren auf irgendwelchen Plattformen wie change.org oder sowas. Das ist wirklich relativ sinnlos und das bringt nichts. Aber was jetzt läuft eine offizielle Bundestagspetition, also eine Petition an den Deutschen Bundestag, an das deutsche Parlament. Das ist ein offizielles Werkzeug, ein demokratisches Werkzeug, das man als Bürger ergreifen kann. Ich muss das ein bisschen erklären. Es gibt nämlich insgesamt 3 Petitionen. Wir wussten bisher von 2 Petitionen. Und zwar ist das die eine, die der Udo Laschet eingereicht hat von E-Wolke. Und es gibt eine zweite, die hat der Norbert Zillertron für die IGED eingereicht. Die ist erstmal abgelehnt worden, sie haben dann nachgebessert und haben sie wieder neu eingereicht. Von diesen 2 Petitionen, über die haben wir Bescheid gewusst. So, dann ist jetzt aber plötzlich Ende Dezember eine 3. Petition aufgetaucht, von der wir nichts gewusst haben. Und zwar hat die ein Herr Loos eingereicht. Diese Petition, der ist als erste stattgegeben worden. Und dann wurde gesagt, ja, die 2 anderen Petitionen, die hängt man einfach damit dran. Das ist ein bisschen seltsam, weil diese Petition, die jetzt offiziell hier angenommen worden ist, das ist eigentlich die von den 3 mit dem schlechtesten Petitionstext. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Es wirkt auf mich ein bisschen tendenziös. Aber es spielt schlussendlich keine Rolle. Also wir haben jetzt quasi 3 Petitionen, die in einer zusammengefasst sind. Und diese eine Petition, die müssen wir zwingend unterstützen. Die Zeit drängt. Wir haben nur bis zum 20. Januar Zeit, um 50.000 Unterschriften zusammenzubekommen. Stand heute haben wir 10.000 Unterschriften. Also es müssen noch 40.000 Unterschriften her. Und da braucht es jeden von euch. Und es wird nicht reichen, wenn ihr selber das unterschreibt. Ihr müsst auch eure Familie und eure Freunde bitten, euch sich das anzusehen und das auch zu unterschreiben. Weil eure Familien, eure Freunde, die profitieren ja genauso davon, dass ihr nicht mehr raucht. Also wir müssen das unbedingt, unbedingt so weit wie möglich verbreiten. Diese Petition kann man online unterschreiben und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Das Ganze dauert keine 3 Minuten. Ich verlinke euch natürlich alles unten. Es ist eine offizielle Seite des Bundestags, wo man da drauf kommt und ihr müsst euch dann da registrieren. Da höre ich schon wieder Unkenrufe. Registrieren, registrieren. Ja, ihr müsst euren Namen und eure Adresse angeben. Aber bedenkt bitte, ihr registriert euch beim Deutschen Bundestag. Ihr registriert euch beim deutschen Staat. Da seid ihr eh schon registriert, also das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Also ihr müsst euch da registrieren und dann könnt ihr eben quasi online diese Petition unterstützen und eure Stimme wird gezählt. Es dauert keine 3 Minuten und es ist super, super wichtig. Wir müssen diese 50.000 Unterschriften hinkriegen. Es gibt auf der anderen Seite auch Papierlisten, die man sich ausdrucken kann und ausfüllen kann. Auch das verlinke ich euch selbstverständlich unten. Also wenn ihr einen Shop habt, einen Laden habt, dann druckt euch so eine Liste aus und lasst alle eure Kunden sich da einschreiben. Auch das hilft. Aber eben, es muss schnell gehen. 20. Januar ist die Deadline. Bis dann müssen diese 50.000 Unterschriften zusammen sein. Also wirklich ganz wichtig. Fragt alle, die ihr kennt, bittet sie, das mit zu unterzeichnen. Wir brauchen jede Unterschrift, die wir irgendwie kriegen können. Diese Petition kann übrigens nicht nur von deutschen oder von europäischen Staatsbürgern unterzeichnet werden. Nein, alle können unterzeichnen. Also auch die Österreicher, die Tschechen, die Schweizer, die Amerikaner, alle können diese Petition unterzeichnen. Das ist ausdrücklich erlaubt. Und da würde ich sagen, ja, nutzt eure internationalen Kontakte, die wir ja alle durch das Dampfen haben, und fordert eure Freunde im Ausland auf, das auch zu unterschreiben. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch eine Seite in Englisch,
bei der genau beschrieben ist in Englisch, wo man was, in welches Feld man was einfüllen muss. Ich verlinke euch das natürlich auch unten. Also so wird das wirklich auch für einen englischsprachigen Menschen zum Kinderspiel. Also da kann sich wirklich jeder einbringen und jeder seine Unterschrift leisten. Ganz wichtig. Also diese Petition ist das Erste, was ihr alle tun oder respektive unterschreiben solltet. Ganz, ganz wichtig. Dann gibt es eine zweite Aktion, die ich für mindestens genauso wichtig halte. Und zwar ist das die Mail-Aktion E-Zigaretten retten Leben von der IGED, also von unserem Konsumentenverband. Verlinke ich euch natürlich auch unten. Weil was passiert jetzt überhaupt mit diesem Gesetz? Dieses Gesetz wird Mitte Januar in den Bundestag gehen. Das heißt, die Parlamentarierinnen und die Parlamentarier werden über dieses Gesetz entscheiden. So, und jetzt haben wir ein Problem, weil diese Politiker, die haben keine Ahnung vom Dampfen. Nochmal, ich beziehe mich nochmal auf die Frau Bundesministerin Schwesig. In dieser Rede hat man es sehr deutlich gesehen. Die haben schlicht keine Ahnung vom Dampfen und sprechen einfach das nach, was das DKFZ ihnen vorgibt. Also wir müssen diese Politiker aufklären. Es ist ganz wichtig, weil die werden über dieses Gesetz entscheiden. Also müssen sie doch wissen, worum es geht. Ich mache ihnen auch keinen Vorwurf, dass sie nicht Bescheid wissen. Die meisten werden wahrscheinlich nicht Raucher sein. Ein paar dabei sind Raucher, aber die haben keine Ahnung mit der E-Zigarette und haben sich noch nie damit beschäftigt. Also woher sollten sie sich auskennen? So, und hier kommen wir ins Spiel. Es ist eine große Tradition unter den Dampfern, dass man den Leuten hilft, dass man den Leuten, die sich nicht auskennen, Dinge erklärt, das Dampfen erklärt. Dass man die Leute an der Hand nimmt und sagt, guck, ich erkläre es dir. So und so und so sieht das aus. Und genau das Gleiche müssen wir jetzt mit diesen Abgeordneten machen. Wir müssen ihnen erklären, was das E-Dampfen ist und warum es so viel besser ist als Rauchen und warum es für uns ein Riesenvorteil, gesundheitlich wie auch vom Lebensstandard her ist. Wir müssen den Politikern erklären, dass es sehr gefährlich ist, wenn sie jetzt streng regulieren, weil es viele Dampfer zum Rauchen zurückzwingen könnte. Das müssen wir den Politikern glaubhaft erklären. Und dazu schreiben wir sie an. Wir schreiben ihnen eine Mail und sagen, sehr geehrte Frau Abgeordnete so und so, ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen, wie ich zum Dampfen gekommen bin und wie es mir heute geht. Die IGED hat auf ihrer Seite ein super tolles Toolkit zusammengestellt, also so ein Werkzeugkasten, mit dem ihr das sehr einfach machen könnt. Am einfachsten ist es, wenn ihr eure Geschichte aufschreibt, so wie ihr sie erlebt habt, in euren eigenen Worten. Das ist immer am eindrücklichsten. Und dann gibt es eben dieses Werkzeug auf der Seite der IGED. Da könnt ihr das automatisiert an alle eure Abgeordneten eures Bundeslandes verschicken. Das ist wirklich sehr einfach. Die ganze Geschichte kostet euch vielleicht 30 Minuten. Nicht mal wahrscheinlich. Es gibt dort auch vorgefertigte Textbausteine. Die könnt ihr auch verwenden. Wobei, es gibt auch Beispielschreiben, die ihr verwenden könnt. Aber es ist immer besser, wenn ihr selber mit euren eigenen Worten das beschreibt. Das ist sicherlich am eindrücklichsten. Wir wissen bereits aus dem EU-Parlament, dass solche persönlichen Anschreiben einen ganz hohen Wert haben. Also die Politiker achten auf sowas und sagen dann, aha, das sind Benutzer, das sind Konsumenten und die sagen hier etwas ganz anderes, ich muss mir das genauer anschauen. Also das ist eine ganz wertvolle Aktion, sehr vereinfacht durch die IGED, durch diesen E-Mail-Generator da, wirklich toll. Also ich bitte euch dringend, nehmt euch diese halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde kann man weitaus dümmer einsetzen, indem man irgendeine doofe Serie guckt im Fernsehen oder was auch immer. Also ganz, ganz wichtig. Dafür ist die Deadline der 14. Januar. Also das ist noch knapper. Also das muss jetzt passieren, in der nächsten und der übernächsten Woche. Oder in dieser und der nächsten Woche müsst ihr wirklich hier aktiv werden. Ich bitte euch alle, ich fordere euch auf, beteiligt euch an diesen Dingen. Sie sind eminent wichtig. Wenn wir jetzt noch etwas ändern können, dann müssen wir das jetzt tun. Danach muss keiner mehr kommen und jammern, sonst werde ich sauer. Gut, die dritte Sache, die ich euch noch ans Herz legen möchte, ich habe schon mal in einem Dampfpalaver
erzählt, wenn ihr jetzt eh eure Geschichte für die Politiker aufgeschrieben habt, dann veröffentlicht die doch bitte auch bei My Vape Story. Das ist eine Aktion von EWUN, also dem Europäischen Konsumentenverband, in Zusammenarbeit mit dem Weltverband, mit CASA. Und die haben eine Seite aufgeschaltet, in dem man seinen persönlichen Bericht zum E-Dampfen halt veröffentlichen kann. Eben My Vape Story, also meine Dampfergeschichte. Und das ist sehr eindrücklich. Im Moment sind viele, viele englische Stories drauf, aber man kann da eben auch auf Deutsch seine Story veröffentlichen. Und wenn ihr es eh schon geschrieben habt, wäre es toll, wenn ihr es dort auch noch veröffentlicht. Es ist sehr eindrücklich, alle diese Stories zu sehen und zu lesen. So, also, es ist ein Call to Action. Kommt hoch aus dem Sofa, kommt hoch von der Couch, wir müssen jetzt etwas tun. Und es gilt nicht, ja, es nützt eh nichts, ne, bringt doch nichts und ja, es ändert sich eh nichts, vergesst es, vergesst das alles. Wir müssen jetzt handeln, jetzt. Ich bitte euch darum, kommt hoch von der Couch und haut rein. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Mut zur Wut.